Jo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Ja, in diesem Part werden wir weiter das Dorf der Schwarzmagier erkunden, was wir im letzten Part erreicht haben. Und ja, mal schauen. Die waren ja in völliger Aufruhr, dass wir hier aufgekreuzt oder dass die Menschen sehen. Goldene Nase des Meisters nehmen wir mal zuerst. Und ich finde diese Musik geil hier, muss ich sagen. Und Rinder. Warum rennt ihr weg, Mampf? Ich habe euch schon gar nichts getan, Mampf. Chef verdächtig. Mopf! Es liegt was in der Luft, das kann doch nur Essen sein. Es ist Essen, wetten. David, was ist hier los, Kitty? Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, aus welchem Grund wir hier sind. Den Grund? Ja genau, weshalb sind wir eigentlich hier? David, war doch nur ein kleiner Scherz und mal schön locker bleiben. Der war aber fehl am Platz, jetzt, wo ich fast ihr Vertrauen gewonnen hätte. Ein Scherz? Muss man sich davor fürchten? Ach was, ein Scherz ist etwas sehr Lustiges und Spaßiges, oder Kitty? Ihr scheint ja eigentlich gar nicht so böse zu sein. Aber ihr kämpft gegen die Bösen, stimmt's? Ihr habt's erfasst. Wo ist eigentlich Vivi? Keine Ahnung, ich suche ihn auch, aber er ist nirgends zu finden. Hoffentlich hat ihn diese ganze Situation nicht zu sehr mitgenommen. Ich mache mir Sorgen, ich werde ihn suchen gehen. Hey Kitty! Na toll. Ich glaube, das sind Schmiede, ne? Oh, hier war ja Dings, cool. Jedes einzelne Wort. Das ist der einzige Nachteil, wenn man eine neue Stadt erreicht. Jedes Mal sind neue Active Time Events. Er ist also der mit den Menschen in dieses Dorf kam. Mach dir keine Sorgen, er hat die gleichen Augen wie wir. Er ist genauso erwacht von einer von uns. Dankeschön, wer sind all diese Leute hier? Sie sind alle hierher geflohen aus Alexandria oder aus Frachtschiffen. Von so weit? Ja, um uns vor den Menschen zu verstecken, sind wir über das Meer geflohen und haben nach einem friedlichen Ort gesucht. Ich verstehe. Und was ist das hier für ein Ort? Das hier ist ein, wie hieß so ein Ort nochmal? Dort hier ist ein Friedhof. Ach ja, genau, ein Friedhof. Ein Friedhof? Heißt das, hier unter der Erde sind, ja, hier sind unsere Freunde begraben, die einfach stehen geblieben sind. Stehen geblieben? Aber wieso? Weil ich und Nummer 36 sind zusammen bis hierher geflohen. Wir haben hier ein Dorf gebaut und es gibt so vieles, was wir nicht verstehen und so. Und dann ist der Nummer 36 eines Tages einfach stehen geblieben, er hat sich kein bisschen mehr bewegt. Ein Freund von mir, der viel weiß, erzählte mir, dass dies bedeutet zu sterben. Und wenn man stirbt, muss man sich unter der Erde verstecken. Ich verstehe nur nicht, warum Nummer 36 sich dort unten verstecken muss. Aber irgendwann kommt er doch wieder aus der Erde, nicht wahr? Dann können wir wieder zusammen spielen. Wie ist er denn nicht einfach stehen geblieben? War er vielleicht krank oder verwundet? Sag doch, was ist denn passiert? Weil, okay. Kann man mit euch reden? Nee, ich möchte mit dem reden. Nee, ich will mit dem da reden. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist ein Schmied, ne? Willkommen zum Hämmer. Ja, na, genau, wusste ich's doch. Boah, direkt eine Runenklinge, Alter. Pff, ihr Pisser, brauchen wir doch noch so ein Teil, ey. Was haben wir denn da so Schönes? Warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Oh, cool, dann können wir gleich. 37, ey, das muss man nicht mal überlegen, ey. 37. Ja, ne, warte mal, dann gehen wir uns doch noch mal so ein Seelen-Dingsbums holen. Viele sind noch einer. Na. Dann haben wir den Detonator auch gleich. Dann kann er einiges lernen wieder. Den Detonator. Wir brauchen noch allgemein ziemlich viele Sachen, weil wir haben kaum Geld. Ich werde ausgehen, denke ich mal, ganz viele Monster killen, dass ich hier auch nicht an Waffen und so holen kann. Und ich glaube, ich werde auch noch öfter mal zu diesem Schwarzmagerdorf zurückkehren, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob wir die Waffen noch irgendwo anders bekommen, aber ach, der kostet ja auch. Das kann man ja eigentlich noch so schönes. Oh, man kriegt den Reflektring hier. Oh, geil. Aber der kostet 7000, das ist ordentlich. Warte mal, was braucht man jetzt hier eigentlich? Waffentechnik nur für sie dann.
Also, im Reflecting braucht man eine Fußkette. Ey, okay, das wird noch ein bisschen dauern hier alles, glaube ich, bis wir alles zusammen haben. Das wird wirklich noch ein bisschen dauern, denke ich. Hey, Vivi! Was ist hier nur los? Rein. Hinterher am besten. So rein jetzt, so. Wo geht denn da lang? Active Time Event. Das natürliche und unnatürliche. Was für ein Wort, ey. Mann, ihr hattet ja doch was versteckt. Verschwinde! Die Salbe bekommst du nicht. Geizig-Mampf, geteilte Freude ist doppelte Freude, Mampf. Teil dich mit mir dieses unglaublich köstliche Schokobo-Ei. Dieses Ei wird nicht gegessen. Das hat uns Mama Schokobo hinterlassen und wir hüten es wie unsere Zipfelmütze. Mama Schokobo ist eines Tages einfach stehen geblieben. Genau, wir sind nun seine Mutter und brüten es aus. Das geht nicht, Mampf. Habt ihr denn überhaupt schon mal einen Lebewesen Grosch gezogen, Mampf? Sei still und ob wir es können. Ihr wollt euch doch bloß klammheimlich alleine essen, glaube ich. Okay, wir haben einen komischen Mokri. Ah, David, auch auf dem Weg, die geheimnische Essen zu ergründen? Das ist unser, ey, das werdet ihr nicht bekommen. Du gehörst doch zu dem, oder? Schaff den doch mal hier weg. Schaff den doch mal hier weg. Hallo, den kriegt ich mal hochgehoben. Ja gut, dann gehen wir mal hier lang. Wäre jetzt mein Vorschlag. Oh, noch ein Laden. Hallo. Oh, der verkauft High Potion, geil. Der verkauft ihn ganz schön viel, muss man sagen. Oh, okay, gut, das ist der Hinterausgang oder der Vorderausgang von hinten. Keine Ahnung. Irgendwie so. Für die Vorratskammer von dem. Oh, ist auch irgendwas. Es ist noch zu früh zum Schlafen. Ey, was ist los? Hm? Ach, David, es ist nichts. Ist was vorgefallen? Die Schwarzmärkte aus dem Dorf scheinen ja alle schwer in Ordnung zu sein. Deswegen sage ich doch, es ist nichts. Mampf, Mama, ich habe Hunger, Mampf. Diese Dorfbrüder haben auch gar nichts Gescheites zu essen, Mampf. Vivi, da bist du ja. Wo hast du gesteckt? Du siehst ja so, du bist nur ein bisschen erschöpft, nicht wahr, die Vivi? Ja, ein wenig. Ja, es war ein anstrengender Tag, die ganze Zeit nur gelaufen. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Ich muss noch in den Wald, Mampf. Doch gibt es bestimmt etwas zu essen, Mampf. Ja, wir sollten uns eine Weile hinhauen. Oh, eine Pen ist immer gut. Ah, Vivi unterhält sich aber nochmal mit den Dorfbewohnern hier. Kitty ist auch noch wach. Wir pennen wahrscheinlich schon. Wir sind schon am Pennen. Ja. Die Vivi hat sich gerade rausgeschlichen. Sollten wir nicht. Ey, der Junge hat dazugelernt. Er nimmt bestimmt Rücksicht auf uns. David, mach dir keine Sorgen. Aber er folgt nur seinem Herzen. Er weiß schon, was er tut. Ja, immerhin. Wieso lässt sie mich pennen? Überleg doch mal. In seinem ganzen Leben hat er noch nie Leute seinesgleichen getroffen, die dann auch noch sprechen konnten. Aber was ist, wenn er von seinen eigenen Leuten verstimmt oder verletzt wird? Mit solchen Sorgen wird man nie irgendwelche Freunde gewinnen. Außerdem kann man so jemanden gar nicht deinen Freund nennen. Und vielleicht findet er eigentlich eine was? Ein Ort, an den er zurückkehren kann, eine Heimat. Eine Heimat? Der wollte Freundin sagen. Ja, eine Heimat. Der wollte eine Freundin sagen. Sag mal, lieber dieser Ort, an dem man zurückkehren kann. Was ist los, Kitty? Kannst du nicht schlafen? Soll ich dir vielleicht eine gute Nachtgeschichte erzählen? Es war einmal vor langer, langer Zeit. Jetzt schweichst du schon wieder vom Thema ab. Ein Junge, der nicht wusste, wo er geboren wurde. Und auch nicht wusste, wo seine Heimat war. Du, David. Wir waren doch gerade am Geschichte erzählen. Seit Kindesalter war es sein Traum, irgendwann einmal seine Heimat zu finden. Der Ort seiner Geburt lebt einzig und allein in seinen Erinnerungen. Aber warum? Er wollte es einfach nur wissen. Wer seine Eltern sind, das Haus, in dem er geboren wurde, einfach ein wenig sich selbst kennenlernen.
Und da eines Tages verließ er den Mann, der ihn großgezogen hatte. Der Junge begab sich auf die Reise, um seine Heimat zu suchen. Dem einzigen Anhaltspunkt in seinen Erinnerungen folgend einem blauen Lichten, Leuchten. Ein blaues Leuchten? Ja, die einzige Erinnerung, die der Junge an seine Heimat hatte, vielleicht ist es das blaue weite Meer. Und hat er seine Heimat gefunden? Langsam, nur nicht überstürzen. Sowas muss immer schön in der Reihe nachgehen. Ach, was soll's. Letztendlich hat er seine Heimat nicht gefunden. Kein Wunder, oder? Sein einziger Anhaltspunkt war ein blaues Leuchten. Und so kehrte der Junge zu dem Mann zurück, der ihn aufgezogen hatte. Und was glaubst du, was dieser Mann tat? Er war erleichtert und schloss ihn in seine Arme? Pustekuchen. Dieser Mann nahm den Jungen und schlug ihn windelweich. Zack, krach, Wieso? Keine Ahnung. Aber noch eine viel größere Überraschung war das, was danach kam. Nach der Tracht Prügel fing dieser Mann an zu lachen. Kannst du das glauben? Direkt nachdem er den Jungen verprügelt hatte. Aber als er das Gesicht des lachenden Mannes sah, wusste der Junge plötzlich, dass er den Ort gefunden hatte, an den er immer wieder zurückkehren konnte. Dieser Junge sucht immer noch nach seiner Heimat, aber er weiß auch, dass es für ihn einen Ort gibt, an den er immer wieder zurückkehren kann. Und deswegen weiß er, dass Vivi auch einen Ort sucht, an dem er immer wieder zurückkehren kann. Ob Vivi womöglich in diesem Dorf bleiben will? Tja, das bleibt einzig und allein Vivi überlassen. Ach, du bist es wieder. Ich wollte dich etwas fragen. Was gibt es denn? Was gibt es? Ich wollte fragen, wie viele schon stehen geblieben sind. Du musst nicht unsere Worte benutzen. Du scheinst die Bedeutung und den Unterschied zwischen Stehenbleiben und Sterben zu kennen. Unsere Freunde sind nicht nur einfach stehen geblieben, sondern gestorben. Ich wollte nicht, also, es sind mittlerweile insgesamt 7, die stehen geblieben sind. Ich denke, unsere Zeit ist vorherbestimmt. Als der erste von uns stehen blieb, kam mir dieser Verdacht. Es scheint gewisse Unterschiede zu geben, aber ungefähr ein Jahr nach unserer Herstellung bleiben wir stehen. Nein, nein, das kann nicht. Die anderen wissen es nicht. Denn wenn sie es wüssten, würde sie das gleiche Gefühl plagen wie mich. Das gleiche Gefühl? Ich glaube, es ist Angst. Das Gefühl, nicht stehen bleiben zu wollen, einfach wegzurennen und alles vergessen. Aber trotzdem bin ich irgendwie glücklich, hier in diesem Dorf mit allen zusammen zu leben. Ich habe Angst, wirklich große Angst. Aber die Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, bereitet mir Freude. Ist es bei dir denn nicht genauso? Mit deinen Freunden auf Reisen sein, hast du dann nicht das Gefühl, die Bedeutung des Lebens zu erfahren? Ach, ey. Hast schon irgendwie wahre Worte alles hier. Und da wieder unsere geile Mucke. Und ein geiler Remix. Wirklich? Ja, ich denke schon, dass die irgendwo da liegen sollte. Danke. Und was gibt's hier? Anscheinend wurde im Westen des Kontinents ein silberner Drache gesehen. Die Ohrklinge von Condia Pater erzählt uns von einer heiligen Stätte, deren Eingang verschlossen sei. Ich glaube, Kuya hat einmal von einem Geheimnis über diesen Kontinent geredet. Bist du dir sicher? Irgendetwas über die Quelle des Nebels. Dort finden wir ganz sicher einen Hinweis. Dann kann ich vielleicht auch Mutter. Ja, genau. Wo ist eigentlich Vivi? Was machen wir, wenn Vivi hierbleiben möchte? Wartet! Vivi? Die Leute aus dem Dorf haben mich gebeten, noch mehr von der Welt zu sehen, um ihnen später davon zu erzählen. Gut. Bis jetzt, wo ich dachte, endlich mit Kitty allein sein zu können. Was redet ihr da, Mampf? In diesem Dorf werde ich hier vor Hunger sterben, Mampf. Steht hier schon die Gakali über mir kreichen? Ach ja, dich gab's ja auch noch. Gut, dann lass uns aufbrechen. Nach Condea Pater und dann zu dieser heiligen Stätte. Oh, das heißt, sind schon wieder auf dem Weg zurück. Ja, flott eigentlich hier. Ja, wie ja, was Schmied und so angeht, da werden wir nochmal zurückkommen, denke ich. Nur nicht sofort. Aber wir können gleich mal gucken, was die Waffe auf Lager hat, denn die hat 37 in Angriff. Und ja, das klingt alles andere als schlecht. Hier, da war noch der Detonator, den will ich mir auch noch holen. Und wegen dem Reflektring, da muss ich mal gucken, wie ich da am besten rankomme. Oh, nur gerade sagen, durch den ganzen Wald ohne Kampf, das ist schon mal nice. Wir gucken jetzt mal nach, wie viel die Waffe abzieht. Und dann mal schauen. Einfach gucken, was sich hier uns entgegenstellt. Ein Vogel, vielleicht kriegen wir gerade schon mit einem Schlag down jetzt. Erster Schlag. Ah, nicht ganz. Da war 1300, ziehen wir ab. Himmelswind, der macht die da selber voll, aber das bringt die mal so rein gesehen gar nichts.
Aber den ist wieder killen. Kitty, volles Rohr! Ach ne, erstmal, ja. Und jetzt gibt's auf die Fresse und das war's. 1400 und tot. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Pause hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.